Hi und herzlich willkommen zum vierten Teil der Obstreihe. Wir malen heute Kiwis. Dieses Mal habe ich euch das Malen des Hintergrundes erspart, da ich jedes Mal echt damit kämpfe, einen einheitlichen, nicht strichigen Hintergrund zu malen. Dementsprechend habe ich dies im Vorhinein gemacht und habe es zum Schluss trotzdem nochmal übermalt. Für dieses Bild habe ich mir übrigens extra grüne Acrylfarben gekauft, da ich ja schon im Zitronenvideo erwähnt habe, dass ich beim Malen der Blätter Schwierigkeiten beim Mischen des Grüntons hatte. Und wenn ich da schon Probleme hatte, dann erst recht bei diesem grünen Bild. Wie bei 95% der bisher gemalten Obstsorten habe ich Kiwis, soweit ich weiß, noch nie gemalt und habe dabei echt Probleme mit der malenden haarigen Haut gehabt. Ihr seht es immer wieder mal zwischendurch, dass ich drüber gegangen bin und versucht habe, es zu fixen. Leider ohne Erfolg. Das Malen des Fruchtfleisches war mir dann aber auch ein absolutes Rätsel, hat mir aber trotzdem am meisten Spaß an dem Bild gemacht. Dafür habe ich am äußeren Rand der Kiwi mit einem kräftigen, aber mitteltönigen Grün angefangen. Im Inneren habe ich dann so ein helles Grün, das ich mit viel Weiß gemischt habe, genutzt und das beides dann halt eben verblendet und habe dann diese Rillen, sage ich mal, mit einem sehr dunklen Grün gemalt, in dem sich halt eben die Samen befinden. Und witzigerweise hat das Malen dieser mir auch am meisten Spaß gemacht, wahrscheinlich weil die Kiwi dann am Ende auch mehr nach einer Kiwi aussah als vorher. Auf das nächste Bild der Reihe könnt ihr gespannt sein, denn das ist bisher mein Lieblingsbild. Am Ende werdet ihr es auch schon kurz sehen, da ich zuerst das blaue und dann das grüne Bild gemalt habe, da ich halt eben noch auf die grünen Farben gewartet habe, die geliefert werden mussten. Das erste Bild, also das mit der Erdbeere, werde ich dann gegen Ende wahrscheinlich nochmal neu malen, da mir die Erdbeere nicht gefallen hat und ich auch irgendwie mehr Lust auf Kirschen habe. Ich werde noch vier weitere Bilder malen müssen, also noch ein lilanes, pinkes, braunes und für das letzte habe ich noch keine Idee. Wenn ihr also irgendwelche Ideen habt, gebt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Ich habe bei Braun auch irgendwie an eine Kokosnuss gedacht und am liebsten würde ich noch eine Ananas und eine Wassermelone malen. Aber dann würde halt eben dieser Regenbogen durcheinander kommen. Daher helft mir lieben gerne und vielleicht habt ihr noch irgendwelche Vorschläge für mich. Im letzten Video habe ich erzählt, dass ich nebenbei True Crime Podcasts höre und in den letzten Monaten habe ich den Podcast von Rotten Mango geschaut bzw. gehört und das ist aktuell mein absoluter Lieblings-True Crime Podcast, das Stephanie echt mega gut im Erzählen der Stories ist. Es hört sich gar nicht so an, als wenn sie dir eine Geschichte vortragen würde, sondern als wenn sie das einfach wie so eine Geschichte nebenbei erzählen würde. Wisst ihr, was ich meine? Also als wenn sich zwei Freundinnen unterhalten würden. Nur, dass die eine halt dabei einen Monolog führt. Auf jeden Fall waren da in letzter Zeit echt ein paar spannende Fälle mit dabei. Das heißt, wenn ihr sowas mögt, kann ich euch ihren Kanal wirklich nur wärmstens empfehlen. Und da wir schon beim Ende angekommen sind, kommen wir zur wichtigsten Frage. Würdet ihr diese Kiwi essen oder wegschmeißen? Beantwortet mir die Frage liebend gerne in den Kommentaren und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Was bisher übrigens mein Lieblingsbild ist. Habt einen schönen Tag.